Ja, und damit sage ich wieder Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Endzone A World Apart. Und wir kommen langsam ans Ende unseres Angezockt, das eigentlich eh schon viel länger ist, als es ursprünglich geplant war. Aber ich wusste ja nicht, dass hier so eine ausführliche Einführung dabei ist. Und ja, ich denke aber, dass wir dann mit der Expedition und so weiter dann am Ende angelangt sein werden. Jedenfalls ist unsere nächste Aufgabe, einen Expeditionsposten zu bauen. Und wir hatten ja eigentlich geplant, dass wir den hier reinsetzen. Und zwar hätte ich den gern so rumgebaut. Schauen wir bloß gerade mal noch. Ne, hier angeschlossen kriegen wir ihn so nicht. Dann können wir ihn tatsächlich auch da oben hinbauen. Oder ich stelle noch besser, ich setze den einfach hier mitten rein. Ja, schade, da geht sich gerade so nicht aus. Naja, es macht ja nichts. Nachdem es wahrscheinlich eh eines der letzten Gebäude sein wird, das wir bauen werden. Achso, vielleicht sollte ich auch die Geschwindigkeit wieder erhöhen. Gehe ich jetzt einmal davon aus, zumindest, dass es so ist. Müssen wir da jetzt mit der Platzgestaltung nicht mehr ganz so streng sein. Wir haben momentan natürlich das Problem mit dem kontaminierten Boden, weil es jetzt hier gerade schwach am Regnen ist. Ich hätte vielleicht schauen sollen und den dann doch woanders hinsetzen. Aber gut, wir wollen jetzt auch nicht, wie gesagt, das Angezockt war geplant, so für 5-6 Folgen. Jetzt sind wir dann bei Folge 13 oder so. Da, wenn es jetzt noch eine 14. oder eine 15. gibt, würde ich mal behaupten, geht die Welt nicht unter. Deswegen müssen wir jetzt da auch nicht uns groß Gedanken machen. Wir weisen schon mal die zwei Kundschaft dazu, die wir brauchen. Baumeister und so weiter haben wir alles genug. Vielleicht sollten wir hier noch ein paar Wasserträger einstellen. Das geht hier nämlich gerade steil bergab, das gefällt mir gar nicht. Schrottsammler und so weiter, das glaube ich ist ganz noch okay. Zwei rein. Kann ja nicht schaden. So, und dann hoffen wir, dass hier bald was vorangeht. Mit unserem Expeditionsposten. Ja, wir haben niedrige Wasserreserven, das weiß ich schon. Deswegen haben wir auch gerade mehr Wasserträger beauftragt. Alles wird gut, wir arbeiten dran. Wir sollten hier das Produktionslimit mal ein bisschen erhöhen. Wieso kann man eigentlich hier? Kein Upgrade machen, das verstehe ich gerade nicht. Wir haben doch an sich
Ne, das ist nicht das, was ich gesucht habe. Ne, verstehe ich gerade noch nicht so ganz zu 100%. Warum das beim zweiten mit dem Upgrade nicht klappt. Aber egal, jetzt machen wir hier mal ganz kurz ein bisschen schneller, bis die Kameraden hier fertig sind mit der Radioaktivität. Inzwischen geht auch unser Wasser wieder ein bisschen mehr nach oben. Was soweit so gut ist. So, und während die jetzt hier Gerätschaften ranschleppen, schauen wir gerade mal, ab welcher Kontaminationsstufe werden die Gebäude abgedeckt. Die Regenspeicher bei niedrig Kontamination. So, der ist jetzt nämlich leer, dann hätte man nämlich hier schon mal richtig sauberes Wasser drin. Das wäre also wünschenswert. Geht hier auch nach oben. Wo ist jetzt hier das Problem? Achso, ja. Muss man natürlich erst entsprechend das Material besorgen, ist ganz klar. Jetzt muss ich gerade mal schnell schauen, mein Schrottplatz. Das ist das Lagerhaus. Da ist der Schrottplatz. Der eventuell ein Arbeitsfeld, was näher gelegen ist. Müssen ja ganz schön latschen, ne? Das muss auf jeden Fall alles drin sein. Und dann schauen wir mal. Vielleicht irgendwie dem Wasserspeicher noch was Gutes tun. An sich nicht. Weil das nächste Stück Wasser ganz schön weit weg ist. So, was haben wir hier für ein Problem? Hier fehlt auch Metall. Und warum fehlt hier Metall? Haben wir hier irgendwo vergessen? Der Recycler produziert Elektronik, der produziert Plastik, Stoff, und der sollte eigentlich Metall produzieren. Das wäre doch jetzt mal eine Maßnahme, wenn er das auch tun würde. So, wir haben hier das Produktionslimit. Angeblich erreicht, warum auch immer. Und wir düdeln hier nochmal nach vorne. So, jetzt haben wir schon wieder niedrige Wasserreserven. Ach so.
Das Problem ist, ich kann das Arbeitsfeld gar nicht so ändern. In irgendeiner Form noch was erfassen könnte. Deswegen kann ich an sich nur hoffen, was man natürlich versuchen könnte, zumindest solange halt wenn wir jetzt hier noch einen Holzsteg bauen würde, der uns ja nur Holz kostet. Und wenn man dann hier daneben vielleicht noch einen Brunnen bauen würde, und eventuell dann auch noch ein Wassersilo, könnte man ja gegebenenfalls der Wasserknappheit ein wenig entgegenwirken. Dann schauen wir einfach mal, was zuerst fertig ist. Wir hätten jedenfalls noch ein bisschen Platz frei für Wasserträger. Und ich mache jetzt einfach mal die Geschwindigkeit ein bisschen schneller. Und jetzt haben wir zum Glück auch noch unkontaminierten Regen. Das heißt, dass unsere Wasserauffang-Dingsterbumster hier auch entsprechend gefüllt werden. So, und hier drüben ist jetzt gleich unser Expeditionszentrum fertig, deswegen mache ich jetzt hier heute ein bisschen langsamer. Wir müssen dann nämlich noch warten, bis wir die Rationen soweit eingelagert haben. Und bis dahin ist hoffentlich auch unsere Wasserversorgung soweit sichergestellt. Eigentlich soweit die halbe Miete fertig. Schaut jetzt durch den Regen auch sowieso wieder alles ein bisschen besser aus. Metall und Stoff schaut gerade echt übel aus.
Aber das können wir ja dann vielleicht mit der Expedition beheben. Das weiß ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Wir schauen jetzt gerade mal, ob hier was passiert. So, na, alles gut. Die sind am Arbeiten. Das wird einfach eine Weile dauern, bis das hier soweit ist. Fischerhütte setzen wir auf jeden Fall jetzt einmal hoch auf 6000, damit uns hier nicht die Nahrung ausgeht. Schauen wir mal, was schneller ist, die Expeditionsrationen oder der Wasserspeicher. Die Laune ist jedenfalls hervorragend. Die Gesundheit auch. Ich glaube, damit können wir arbeiten. Sieht auch soweit gut aus. Und die Produktion sollte ein bisschen schneller laufen. Aber gut. Wir wollen jetzt mal nicht ungeduldig sein. Es dauert halt einfach alles ein bisschen. Und solange der gute Mann hier seinen Fisch holt, damit er was zum Arbeiten hat, sind wir einfach mal zufrieden, würde ich behaupten. Jedenfalls wird es in nächster Zeit jede Menge Regen geben. Leider auch schwach kontaminiert und deswegen ist hier auch abgedeckt. Ja, ich muss jetzt aber trotzdem noch mal ein bisschen schneller machen. Gut gedacht. Okay. Teile Siedler ein, um Kundschafter zu werden. Und bereite Expeditionsrationen vor. Wenn du eine Expedition losschicken möchtest, kannst du entscheiden, wie viele Rationen du der Expedition mitgeben möchtest. Und kannst dadurch steuern, wie lange und gründlich sie eine Ruine untersuchen können. Alles klar. Lass uns ein paar Kundschafter losschicken, um eine Ruine zu entdecken. Der Kundschafter wird die von dir bestimmte Ruine aufsuchen und untersuchen. Dadurch wird er uns wichtige Informationen über den Ort liefern, auf die wir achten sollten, wenn wir eine Expedition starten. Alles klar. Aber da würde ich sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Und bis dahin sage ich wie immer danke fürs Zuschauen. Macht's gut und ciao, ciao.